Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zu meiner Vorlesung Elektrische Netze. Heute schauen wir uns die Welleneigenschaften von Leitungen an und dazu lernen wir zunächst einmal die Leitungsgleichungen kennen. Eine wichtige Größe dabei ist das sogenannte Ausbreitungsmaß und wir lernen die Wellenlänge kennen und die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wellen auf Leitungen. Außerdem lernen wir, dass es dabei eine hin- und eine rücklaufende Welle gibt. Warum beschäftigen wir uns damit? Nun, wenn Sie eine Leitung sich vorstellen, dann gehen Sie normalerweise davon aus, dass die einfach einen Punkt mit einem anderen verbindet. Und zunächst einmal würden Sie sagen, Spannung am Anfang ist gleich die Spannung am Ende. Als nächsten Schritt bedenken Sie vielleicht, dass diese Leitung ja auch einen Widerstand haben könnte. Und intuitiv würden Sie dann sagen, na gut, die Spannung am Ende ist meistens niedriger als die am Anfang. Bei Wechselspannung muss das aber nicht so sein, sondern es kann tatsächlich sein, dass am Ende der Leitung die Spannung höher ist als am Anfang. Wie kann so etwas sein? Dazu schauen wir uns jetzt die genauen Eigenschaften der Leitung ein klein wenig genauer an. Wir stellen dann nämlich fest, dass Spannungen und sogar die Ströme auf den Leitungen ortsabhängig sind. Das heißt, je weiter wir auf dem Weg X auf der Leitung voranschreiben, umso mehr ändern sich Ströme und Spannungen. Wie kann das sein? Dazu müssen wir genauer hinschauen. Wir gehen ins Detail und schauen uns einmal einen kleinen Punkt an der Stelle X an und zoomen dort einmal in die Leitung hinein. Wir haben in den letzten Videos kennengelernt, dass sich unsere Leitung beschreiben lässt mit dem Induktivbelag, dem Widerstandsbelag, dem Kapazitätsbelag und dem Leitwertsbelag. Diese Größen verteilen sich gleichmäßig auf die Leitungen. Das bedeutet, in jedem winzigen Abschnitt dx haben wir ein Stückchen Induktivitätsbelag DL, ein Stückchen Widerstandsbelag DR, ebenso ein klein bisschen Kapazitätsbelag und Leitwertsbelag. Das ist hier in diesem Bild dargestellt. Und dieses kleine Stückchen, das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Wir schauen uns zunächst einmal an den Spannungsabfall über diesem kleinen winzigen Stückchen DU. Wenn ein Strom durch die Leitung I von X fließt. Und dann kommen wir zu der Gleichung, die hier unten dargestellt ist, nämlich, dass dieser Spannungsabfall dem ohmschen Gesetz gehorcht, im Komplexen natürlich. Das heißt, wir haben U gleich R mal I oder DU ist der Strom an der Stelle X mal dieser kleine Widerstand plus Blindwiderstand an dieser Stelle. Als nächstes schauen wir uns auch an den Strom, der hier quer durch den Leitwertsbelag und den Kapazitätsbelag fließt. Der ist abhängig davon der Spannung, die an unserer Stelle X herrscht. Und auch hier gilt wieder das Ohmsche Gesetz. Das heißt, wir können sagen, dass dieser kleine Strom Spannung an der Stelle mal dieses kleine Stückchen Leitwertsbelag plus kleines Stückchen Blindwiderstand Admittanz ist. Ja, und damit haben wir eigentlich schon die Grundgrößen für unseren winzigen Abschnitt dx zusammengestellt und stellen fest, das Ganze gibt ein Differentialgleichungssystem. Dann erhalten wir die Ableitungen über dem Weg für Spannung und unsere Leitungsgrößen. Die Ableitung der Spannung bekommt ein Minuszeichen, weil sie über der Strecke abnimmt.
Dasselbe gilt für den Strom. So, wie kommen wir jetzt weiter? Nun, Schritt Nummer 1, dr nach dx, ja, das ist ja unser Widerstandsbelag. Das heißt, wir können also die Gleichung schon etwas übersichtlicher hier haben. Der nächste Schritt ist, diese beiden Gleichungen zusammenzufassen. Und das macht man bei einem solchen Differentialgleichungssystem typischerweise damit, dass man noch einmal ableitet, in diesem Fall nach x. Das heißt, wir haben also dann hier stehen du Quadrat nach dx. Das, also die doppelte Ableitung, ist dann also der Strom I von x nach dx abgeleitet. Und dann bleiben hier R' und J Omega L als Konstante stehen. Ja, dann können wir hier unten die Gleichung dI nach dx hier oben rechts einsetzen. Auch hier gehe ich noch einmal zurück, damit das deutlich wird. Hier steht dI nach dx und diese Gleichung u von x und so weiter können wir hier oben einsetzen, sodass wir dann also eine Gleichung haben, in der nur noch u drin steht als Abhängigkeit vom Weg und die doppelte Ableitung der Spannung und eben Konstanten von unseren Leitungsbelägen. Da sind wir doch schon einen guten Schritt weiter. Wir können jetzt noch hier unsere Konstanten hier mit den Leitungsbelägen zusammenfassen und wir definieren eine Konstante Gamma zum Quadrat, die genau hier diese Klammern mit den Leitungsbelägen beinhaltet. Warum Quadrat, sehen wir später. So, das Ganze können wir auch ebenso gut machen mit dem Strom. Wir führen im Grunde dieselben Operatoren aus. Das heißt, wir leiten die Gleichung für den Strom in Abhängigkeit der Spannung noch einmal ab, bekommen dann in der Gleichung die Ableitung u nach dx und setzen dann hier die Gleichung von hier oben ein, so dass wir dann eben auch wieder hier stehen haben, eine Gleichung, wo der Strom I drin steht und die doppelte Ableitung vom Strom I und hier die Konstante, die wir ja zu Gamma Quadrat zusammengefasst haben. Ja, damit haben wir unsere beiden Gleichungen mehr oder weniger entkoppelt. Das heißt, wir haben zwei Gleichungen, die jeweils unabhängige Differentialgleichungen zweiter Ordnung darstellen. Die können wir lösen, das können wir nachschlagen, wie so etwas geht und üblicherweise bekommen wir dann heraus eine allgemeine Lösung, das nämlich dann für die Spannung Ux gilt. Sie berechnet sich aus U1 mal E hoch minus unsere Konstante Gamma mal der Weg x plus eine zweite Konstante U2 mal E hoch plus Gamma mal x. Jetzt sehen wir auch, warum wir Gamma zum Quadrat eben definiert hatten, weil nämlich das Quadrat hier oben als Konstante rausfällt. Das heißt, unsere Konstante Gamma ist jetzt die Wurzel aus diesen beiden Klammern, wo die Leitungsbeläge drinstehen. Ja, die Gleichung für den Strom sieht von der Struktur her ganz genauso aus, nur dass wir hier eben andere Konstanten I1 und I2 drinstehen haben, aber der Exponent Gamma steht jetzt hier ebenfalls in der Gleichung drin. So, was bedeutet das jetzt? Nun, letzten Endes können wir jetzt an einer beliebigen Stelle x unsere Spannung an dieser Stelle x ausrechnen oder den Strom, wenn wir die Konstanten U1 und U2 kennen. Vorher schauen wir uns allerdings einmal an, was denn die Gleichung eigentlich bedeutet. Und das machen wir jetzt im Weiteren mit der oberen Gleichung, mit der für die Spannung. Wir schreiben die Formel noch einmal hin und schauen uns genauer an, welche Größen darin vorkommen. Wir haben zum einen die beiden Konstanten U1 und U2, die ich schon genannt hatte. Diese Konstanten entstehen aus Randbedingungen. Wenn zum Beispiel eine Leitung am Ende kurz geschlossen ist, können wir Randbedingungen U Ende gleich 0 setzen oder beliebige andere Randbedingungen. Und damit können wir dann die Konstanten U1 und U2 berechnen.
Das lernen wir in dem folgenden Video kennen, also nicht in diesem Video. Deswegen gehen wir jetzt einmal weiter und schauen uns an, was noch vorkommt. Es kommt natürlich hier oben der Weg x drin vor, das ist halt die Position. Und dann haben wir noch hier unsere Konstante Gamma. Das ist eine komplexe Größe. Das heißt, sie besteht aus dem Realteil Alpha, das sogenannte Dämpfungsmaß, und dem Imaginärteil Beta, das sogenannte Wellenmaß. Insgesamt lautet die Konstante Gamma, wird genannt Fortpflanzungsmaß. Ja, wir hatten ja schon gesagt, wie wir die Konstante ausrechnen können. Das ist hier also eine, zwei Klammern mit den Leitungsbelägen, wo auch J Omega, also eine komplexe Größe drin vorkommt mit einer Wurzel darüber. Die Wurzel von komplexen Zahlen zu rechnen ist nicht ganz einfach. Deswegen gibt es, Alpha und Beta auszurechnen, Vereinfachungen für den Fall verlustarmer Leitungen. Und dann berechnet sich das Wellenmaß zu dieser Formel Omega mal Wurzel L' mal C'. Das erschließt sich relativ schnell, wenn wir R und G' als verlustlose Leitung zu Null setzen. Die Vereinfachung für das Wellenmaß Beta finden Sie im Anhang des PDF-Dokumentes hier zu diesem Video. Und das Dämpfungsmaß Alpha können wir mit dieser Formel ausrechnen. Diese Formel habe ich übernommen von meinem Kollegen Herrn Moser aus einem Skript zu Elektrizitätsversorgungssystemen an der RWTH Aachen. Ja, was bedeutet das jetzt? Was bedeutet E hoch minus Gamma x, wenn Gamma in dem Fall eine komplexe Zahl ist? Wir schauen uns zunächst bei dieser Gleichung für u von x zunächst mal den ersten Term mit u1 mal E hoch minus Gamma x an und lösen jetzt einmal das Fortpflanzungsmaß Gamma auf in den Real- und Imaginärteil, wie wir es hier haben. Und jetzt sehen wir im Exponenten, wenn dort zwei Terme sich addieren, können wir sie auch ausschreiben als Multiplikation von zwei Exponentialfunktionen. Dann können wir das besser auseinanderhalten. Und jetzt sehen wir, wir haben einmal die Konstante U1, dann haben wir hier einen Term e hoch minus Alpha x, wobei das Alpha eine reelle Zahl ist, mal e hoch minus j Beta x, jetzt haben wir eine reine imaginäre Zahl im Exponenten. Ja, was bedeutet das? Nun, wir fangen hier vorne an mit e hoch minus Alpha x. Einen solchen Term kennen Sie vielleicht schon. Sie erinnert sehr stark an beispielsweise eine Entladekurve eines Kondensators, wo dann steht e hoch minus t durch tau oder x durch einen Wert. Hier hätten wir dann also unser tau mit 1 durch Alpha. Das heißt also, wir haben hier einen Verlauf, der also exponentiell abklingt wie die Entladekurve eines Kondensators. Das ist also dieser Term hier vorne weg. Und wie gesagt, ähnlich wie die Zeitkonstante tau können wir hier bei 1 durch Alpha praktisch eine gerade hinabziehen, das heißt die Steigung dieser Kurve im ersten Moment endet hier bei 1 durch Alpha, ganz genau wie bei der Entladekurve eines Kondensators. Der nächste Term, e hoch j Beta x, den schauen wir uns auf der nächsten Folie einmal genauer an. Das heißt, e hoch j Beta x bedeutet ja, im Komplexen, dass wir einen Zeiger haben, der sich entsprechend dreht. Hier steht minus j Beta x, das heißt, er dreht sich gegen, nein, er dreht sich im Uhrzeigersinn. Ja. So, schauen wir uns zunächst einmal an, wie denn jetzt der jeweilige Zeiger in der komplexen Ebene sich für die verschiedenen Abstände x verhält. Das heißt, wir fangen jetzt einfach an für x gleich 0 und können hier also für x gleich 0, steht hier e hoch 0 ist 1, ist also ein rein reeller Zeiger.
Und wenn wir dann jetzt hier oben in unserer Grafik, wo wir auf der horizontalen Achse den Weg x zeichnen und auf der vertikalen die Spannung an dieser Stelle, dann müssen wir jetzt ja hier bekanntermaßen den Realteil von unserem Zeiger hier oben darstellen. Naja, und der ist halt jetzt hier gerade zum Weg, am Weg x, also am Ursprung bei 0, ist er halt gerade maximal, der ist gerade U1. So, schauen wir uns einen nächsten Punkt an, nämlich bei einem Weg x, bei dem der Zeiger um 45 Grad nach unten zeigt. Ja, das ist also genau an dieser Stelle hier. Wenn wir jetzt den Realteil aufzeichnen, landen wir jetzt hier ungefähr bei 1 durch Wurzel 2. Das machen wir noch für einen anderen Punkt. Wir drehen jetzt den Zeiger noch weiter, nämlich auf 90 Grad. Das heißt, wir haben jetzt einen Abstand, der genau dieser Zeigerstellung entspricht. Hier ist der Zeiger genau minus imaginär, der Realteil ist 0, das heißt, auf unserer Achse zeichnen wir auch 0 ein. Wir nehmen noch einen letzten Punkt hinzu, wo der Zeiger noch einmal um 45 Grad gedreht ist und bekommen jetzt hier einen negativen Realteil, den wir jetzt hier auch aufzeichnen. Ja, und wenn wir jetzt noch mehr Punkte ausrechnen würden, Sie raten es sicherlich schon, dann bekommen wir eine kosinusförmigen Verlauf über den Weg. Diesmal nicht über der Zeit, diesmal tatsächlich über dem Weg. Jetzt wird auch vielleicht deutlich, wie die Skalierung der X-Achse gewählt ist. Ich habe sie so gewählt, dass jetzt hier genau nach einer Periode dieser Funktion wir hier 2π haben. Und dann geteilt durch den Skalierungsfaktor, in unserem Fall Beta. Das heißt, an dieser Stelle hier ergibt J Beta X genau 2π. Und das bedeutet, dass wir dann also einmal genau rum sind. Ja, wir sehen hier tatsächlich, dass wir auf der Leitung eine Welle bekommen mit Wellenbäuchen, mit Wellenknoten, die sich dann eben auch nach einer gewissen Strecke wiederholt. Diese Strecke nennen wir die sogenannte Wellenlänge. Ja, und wie wir jetzt hier an unserer Skalierung schon ablesen können, beträgt die Wellenlänge genau 2π durch unser Wellenmaß Beta. Wenn Sie einmal zurückblättern nachher, dann finden Sie die Formel für unser Beta und wir können praktisch dafür dann direkt einsetzen, die Formel mit den Leitungsbelägen, den Induktivitäts- und den Kapazitätsbelag, und dort steht in der Formel dann Omega, das kürzt sich durch die 2π raus, sodass wir dann hier die Gleichung bekommen, mit der wir die Wellenlänge für eine bestimmte Frequenz ausrechnen. Stoppen Sie mal kurz, überlegen Sie, wenn ich die Frequenz erhöhe, wird die Wellenlänge größer oder kleiner? Richtig, bei größerer Frequenz wird die Wellenlänge kleiner. Wir sehen, dass f steht unter dem Bruchstrich, dadurch kommt das zustande. Wir haben bisher das Ganze angeschaut für einen festen Zeitpunkt t gleich 0. Das steckt hier oben in der Gleichung. Minus j Beta x bedeutet ein komplexer Zeiger zu einem festen Zeitpunkt. Wir haben zu diesem festen Zeitpunkt an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche komplexe Zeiger. Was wir dabei unterschlagen haben bei dieser Formel, oder besser gesagt implizit vorausgesetzt haben, ist, dass dieser Zeiger auch eine Zeitabhängigkeit aufweist. Tatsächlich müssen wir nämlich zu dem J Beta X auch noch plus J Omega T hinzufügen, denn der Zeiger an einer bestimmten Stelle der Leitung dreht sich im Laufe der Zeit immer gegen den Uhrzeiger hin.
Wenn Sie damit wenig anfangen können, dann würde ich Sie bitten, jetzt einmal kurz zu pausieren. Schauen Sie sich mein entsprechendes Video zu komplexen Zahlen an. Dort habe ich das noch etwas ausführlicher erläutert. Gut, was bedeutet das jetzt, wenn wir jetzt die Zeit mit berücksichtigen? Das bedeutet, dass zu einem späteren Zeitpunkt, also kurz danach, die Zeiger allesamt in eine andere Richtung zeigen. Das heißt, sie drehen sich gegen den Uhrzeigersinn. Schauen wir uns das einmal an, zu einem bestimmten Zeitpunkt wie jetzt, wo sich dann also der Zeiger an der Stelle 0 ein Stückchen gedreht hat, der nächste Zeiger ebenfalls und so weiter. Alle Zeiger haben sich jetzt nach einer bestimmten Zeit um genau 45 Grad gedreht. Und wenn wir dann wieder den Realteil aufzeichnen, nämlich den Teil, den wir zu dem Zeitpunkt konkret messen können, finden wir diese Punkte hier wieder, die weiterhin eine kosinusförmige Funktion darstellen, aber wir sehen, diese Funktion ist gegenüber der vorherigen verschoben. Wenn wir den nächsten Zeitpunkt nehmen, um den die Zeiger sich wieder um 45 Grad gedreht haben, verschiebt sich die Kurve weiter. Achten Sie einmal drauf. Jetzt sehen Sie, wie die Kurve sich einmal nach rechts verschoben hat. Ich lasse sie jetzt einmal ein wenig häufiger wandern. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, dass noch weiter 45 Grad gedreht wird. Und wenn wir jetzt so Stück für Stück durchgehen und den Zeiger einmal bis komplett herum wandern lassen, so stellen wir fest, dass die Welle sich nach rechts bewegt hat, sozusagen. Ich lasse es noch einmal laufen. Achten Sie drauf, wie die Welle sich jetzt hier nach rechts weiter bewegt. Das heißt, die Welle wandert in Richtung des Weges X. Das heißt, wir haben eine Wellenausbreitung. Wir können sogar die Geschwindigkeit festlegen, mit der sich diese Welle bewegt. Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit. Und dann dauert es genau eine Periodendauer T, mit der die Welle sich genau über eine Wellenlänge Lambda hinweg ausbreiten kann. Wenn wir jetzt die Gleichung für Lambda nehmen, die wir schon kennengelernt haben, wenn wir die Periodendauer durch die Frequenz ersetzen, wegkürzen, dann stellen wir fest, dass sich die sogenannte Phasengeschwindigkeit unmittelbar aus den Leitungsbelägen, aus dem Induktivitätsbelag und dem Kapazitätsbelag nach dieser Formel ergibt. Und man kann zeigen, dass ist so, ja, dass diese Phasengeschwindigkeit im Wesentlichen der Lichtgeschwindigkeit entspricht, reduziert um den Faktor Wurzel Epsilon R mal μ R, wobei Epsilon R eben die effektive Dielektrizitätskonstante des Isoliermaterials um die Leitung ist und das μ R eventuell die magnetische Permeabilität eines Materials um die Leitung drumherum ist. Das haben wir fast nie, das heißt also unser μr ist sozusagen immer 1 und das εr ist für Freileitungen ebenfalls 1. Das heißt, wir können sagen, dass also unsere Phasengeschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit bei Freileitungen entspricht. Bei Kabeln haben wir ein εr von vielleicht 3 bis 4, so größenordnungsmäßig. Die Wurzel daraus ist Faktor 2 oder weniger. Das heißt also, in Kabeln breitet sich die Welle mit etwa halber Lichtgeschwindigkeit oder weniger aus. Interessant an dieser Gleichung ist auch, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit direkt proponational zu Wurzel L' mal C' ist. Das bedeutet, das Produkt aus L und C' bleibt eine Konstante. Das heißt, wenn wir also eine Freileitung haben und beispielsweise nur den Kapazitätsbelag haben, können wir direkt unmittelbar den Induktivitätsbelag mithilfe dieser Formel angeben. Ja, wie geht es weiter? Wir schauen uns jetzt noch einmal die komplette
Formel an des ersten Teils unserer Wellengleichung, bei der wir unser Ausbreitungsmaß Gamma ersetzt haben durch das Dämpfungsmaß und das Wellenmaß und schauen einmal, was denn die Summe aus beiden im Exponenten bewirkt. Und da sehen wir, wir haben zum einen den, wie schon beschriebenen, exponentiellen Abfall e hoch minus Alpha x als Multiplikator und wir haben eben unsere fortlaufende Welle minus j Beta x dargestellt, beide miteinander praktisch multipliziert. Das heißt, wir bekommen also einen solchen Verlauf, eine gedämpfte Welle. Und wenn wir jetzt die Zeit noch hinzutun, dann stellen wir fest, wie die Welle sich also im Weg, entlang des Weges x ausbreitet. Wenn wir jetzt den zweiten Term unserer Wellengleichung einmal anschauen, so steht da u2 mal e hoch plus Gamma x. Nun, wir können jetzt die Gleichung von vorhin mit e hoch minus Gamma x auch wieder verwenden, indem wir vor das x noch einmal ein Minuszeichen schreiben in Gedanken, sodass dann also hier steht e hoch minus Alpha mal minus x minus j Beta mal minus x. Und minus x bedeutet, wir gehen eben in der falschen Richtung, das heißt in der entgegengesetzten Richtung an der Leitung entlang. Mit einem Wort, der zweite Term in unserer Gleichung stellt im Grunde nichts anderes dar als ebenfalls eine gedämpfte Welle, die sich ausbreitet, aber in entgegengesetzter Richtung. Das heißt, wir haben also einen exponentiellen Abfall vom entgegengesetzten Ende und wir haben eine Welle, die sich vom entgegengesetzten Ende ausbreitet, wie wir das hier in der Illustration sehen. Ja, und beide Wellen überlagern sich zusammen zur Gesamtspannung Ux. Ja, das muss man sich dann also folgendermaßen vorstellen. Die eine Welle von links, die andere Welle kommt von rechts. Und wenn wir die beiden dann addieren, bekommen wir dann die Überlagerung. Achten Sie auf die etwas andere Skalierung der vertikalen Achse. Und diese Welle hat ebenfalls eine Zeitabhängigkeit je nach der Größe der Konstanten U1 oder U2. Ja, breitet sich die Welle jetzt nach rechts oder links aus, ist am Anfang größer oder am Ende größer. Das hängt jetzt ganz davon ab, wie diese Konstanten U1 und U2 gewählt sind, welche wiederum ganz davon abhängig sind, wie die Randbedingungen sind. Und das bekommen wir dann im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.